Film schon gesehen, bin hellauf begeistert. Wie Sie das Drehbuch gelesen haben, wie spannend fanden Sie das? Als ich das Drehbuch gelesen habe, war das Spannende, dass ich eine Schablone drauflegen musste, und das war David Dietl. Wir sind auch privat ganz eng, und das hat für mich das ganze Drehbuch nochmal verändert. Auf eine Art und Weise, wie ich sie nicht erklären konnte. Also ich konnte es nicht in Wörter fassen. Ich wusste einfach, das wird, kann nur viel eine größere Klaviatur werden und viel bunter und viel schöner. Ich muss da mitmachen. Und das ist wirklich, ich bin richtig zufrieden. Wenn Sie David schon länger kennen, wie groß ist da die Last des Vaters? Immer der Vergleich? Ganz ehrlich, ich bin... das mal, weiß nicht, wie, ob das jetzt peinlich ist für eine, ich wusste nicht, wer sein Vater ist. Ich bin Schweizer, Amerikaner, ich kenne den Namen, aber als ich David Dietl, wenn ich Dietl höre, ist es David. So habe ich ihn kennengelernt. Ich habe nicht zweimal drüber nachgedacht, deswegen für mich. Da geht es jetzt ums Daten. Wie schwer fällt Ihnen das privat oder wie leicht? Also sind Sie so ein Sunnyboy? Ich meine, Sie sind in der Schweiz aufgewachsen. Ja. Da haben ja, die haben ja gerne so ein bisschen... Das Wort würde ich jetzt gerne weiter hören, wie die Schweizer so ein bisschen... Wie würde Sie die Schweizer bezeichnen? Ein bisschen langsam. Man sagt, die Schweizer sind ein bisschen langsam. Das heißt, was meinst du? Das widerspricht dann dem Sunnyboy, dann wird er so ein bisschen zack, 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 oder die Schweizer sind... Ja, was, wie ich mich sehe da dazwischen. Ja, wie gesagt, ich bin ja Amerikaner und Schweizer. Das ist ja vielleicht diese langsame Spieler. Das hat man aber nicht jetzt gesehen, was Sie da gemacht haben. Ne? Deswegen. Also ich bin, was mir oft passiert ist, dass ich den ersten Eindruck schon vermasse. Dass dann ein Missverständnis entsteht. Einfach ein Humor oder irgendwas verschiebt sich da und ich merke das und dann versuche ich es auszubügeln. Und dann grabe ich mich tiefer. Weil das ist auch nicht passiert. Das Missverständnis wird immer größer. Wie treibst du dann das? Am Stück, dann ist irgendwie so ein ganz komischer Moment. Haben Sie einen Spruch? Einen Anmachspruch? Ich habe doch gerade gesagt, den ersten Eindruck vermassel ich. Also hätte ich mal lieber einen Anmachspruch. Aber ich bin. Wie ist es mit Frauen? Wir sollen ja emanzipiert sein. Dürfen Frauen auch den ersten Schritt machen? Das ist eine Frage. Also natürlich nicht. Nein, das ist sicher. Das ist doch jeder. Natürlich, klar. Ist doch schön, wenn ein Mensch Initiative ergreift, oder? Also selbstredend. Was sind so Signale von Frauen, wo Sie sagen, das versteht man eindeutig? Oder was sollte eine Frau machen, damit Sie es verstehen? Komm her, sprich mich an. Ungefähr so. Komm her, sprich mich an. Dann habe ich es verstanden. Einfach ganz direkt. Aus der Vergangenheit gesprochen oder vielleicht ja auch aus dem Freundeskreis gehört. Muss ja gar nicht aus dem eigenen Leben sein. Ihr schlimmstes erstes Date oder das schlimmste erste Date? Ich habe mal eine Beziehung gehabt, die hat aus einem Date bestanden. Ist das vielleicht ein schlimmes erstes Date? Und wir haben es im zweiten Date... Ich war wie alt? 7? Und ich habe auf einer Klassenreise, also eine Nachmittagsreise, bin ich zu einem Mädchen hin und gefragt, ja, vielleicht, nein. Und dann war ja. Und dann, alles klar. Dann bin ich zurück zu den Freunden und habe denen das erzählt. Und die meinen also, echt, was? Und ich sage, wirklich, nicht so gut? Und sie sagen, nein. Und sie dann bin ich zurückgegangen und habe gesagt, ich nehme es zurück. Mach Schluss. Okay. Das ist eine Beziehung, die hat 30 Sekunden gehalten ungefähr. Aber da waren Sie ja noch im Anfang, noch im Trainingsstadium. Sozusagen. Ja, ja, schon fortgeschritten. Mit 7 war ich schon toll. Gibt es die eine große Liebe? Ich hoffe. Vielleicht gibt es mehrere große Lieben. Wer weiß. Wer weiß das denn schon? Aber man muss doch verdammt nochmal dran glauben dürfen. Das stimmt. Ihre meistgenutzte App und aber Ihre Lieblings-App, weil es muss ja nicht das eine das andere sein. Map. Das meistgenutzte. Lieblings-App. Ah, was ist das? Ja, ich bin Wikipedia. Nee, das stimmt gar nicht. Was ist meine Lieblings-App? Ich habe keine Lieblings. Und haben Sie eine Lieblings, die Sie immer öffnen und sich freuen? Wetter. Gut, sehr gut. Puh, da habe ich mir was verstehen. Wetter ist gut, ja. Gibt aber wenig gute Wetter-Apps.
Tatsächlich, also meine ist ganz zuverlässig. Weather Pro. Das ist die, nee, stimmt. Die man kaufen muss. Genau, die habe ich auch gekauft. Also die ist nicht schlecht. Ja, ist okay.